Vielen herzlichen Dank für die Einladung hier zu Ihnen in die Cinemathek. Ich freue mich immer wieder sehr, wenn ich mal in Luxemburg sein kann und dann noch in einem so schönen Raum hier. Da macht das richtig Spaß. Aber jetzt ran an den Ball. Es ist meist ja nicht das Sportspiel Fußball selbst, das, was auf dem Fußballplatz stattfindet, das kulturelle Bedeutungen produziert, sondern dies übernehmen vor allem auch diejenigen Geschichten, die vor, während und nach dem eigentlichen Spielgeschehen erzählt werden. Dauert das eigentliche Sportspiel die bekannten 90 Minuten plus Verlängerung, so nimmt das dazugehörige medial-kulturelle Gesellschaftsspiel mit seinen mal vorweggenommenen, mal nachgetragenen Kommentierungen, Einordnungen und Bewertungen häufig ja den zigfachen Umfang gegenüber den 90 Minuten des Sportspiels ein. Und es stellt zudem den bevorzugten Ort für die Produktion und auch die Reproduktion meist wenig reflektierter nationaler Stereotype dar. Nationalstereotype im Fußball sind von daher immer auch sowas wie erzählte Stereotype, das heißt Formen des Einrasterns eines je konkreten Spielgeschehens in meist gar nicht so neue, sondern immer schon erzählte gesellschaftliche Geschichten. Nationenfußball und die zugehörige mediale Berichterstattung stellen damit erstens einen genuinen Ort des Politischen, weil nämlich Nationalen, dar. Zweitens aber auch, wie jede Form von Sport, einen ebenso genuinen Ort der Kommunikation über Ästhetisches. Und drittens auch noch einen der Kopplung von beidem zu einer ästhetischen Konfiguration des politisch-nationalen, was ich im Folgenden ein kleines bisschen belegen möchte. Ein besonders geeignetes Objekt für das Erzählen von Nationalstereotypen ist Fußball auch deshalb, weil er das wahrscheinlich ja einzige Sportspiel auf der Welt ist, das mit einigem Fug und Recht von sich behaupten kann, eine wirklich globale Angelegenheit zu sein. Ich glaube, das trifft wirklich für keine andere Sportart in dem Maße zu. Dass andererseits aber auch Nationalstaatlichkeit überhaupt erst in vielen Fällen zu garantieren scheint. Wo immer sich eine Nation, Zitat, aus kolonialer Abhängigkeit befreite oder als Staat konstituierte, so Dietrich Schulze-Marmeling in seiner Geschichte des Fußballs, zählte zu ihren ersten souveränen Akten häufig der Beitritt zur FIFA, noch vor dem Beitritt zur UNO. Das heißt, anscheinend können sich Nationen darüber definieren, einem Fußballverband, internationalen Fußballverband als Nation anzugehören. Neue Nationen, so auch FIFA-Präsident Blatter, können sich nur schwer entscheiden, ob sie zunächst der UNO oder der FIFA beitreten sollen. Fußball scheint also nicht nur peripher etwas mit politischem und nationalem zu tun zu haben, vielmehr sieht es so aus, als würden Nationen sich in ihrem Fußball gleichsam spiegeln und mit ihm definieren, sodass allgemein nationale und fußballerische Stereotype zusammenfallen können. Daher greifen übrigens auch Politiker so gern zu Fußballanalogien bei öffentlichen Reden und sehen sich mal selbst als Teamchef, das macht Angela Merkel sehr gerne, ihre Partei als Nationalauswahl und die Mitte der Legislaturperiode als Halbzeit. Für die Fouls ist dann die Opposition zuständig und das kann man immer weiter ausführen. Das klingt nun sehr theoretisch, lässt sich aber an einem einfachen Beispiel schnell plausibel machen. Schauen Sie sich doch bitte einmal, und ich will Sie da so ein bisschen zum Mitmachen ermuntern, diese Spielfelder an, die typische Spielweisen, Stiltypen Fußball zu spielen, einiger Nationen, die Sie daneben aufgelistet finden, zeigen. Nämlich England, Deutschland, Brasilien, Italien, Frankreich, Portugal. Ich nehme Ihre Wetten an. Was gehört wohin? Machen Sie mal einen Vorschlag. Das zweite von oben links, das ist England. Das ist England, warum? Kick and Rush. Kick and Rush, straight up. Nicht schlecht. Ich nehme mehr an. Das ist Brasilien. Okay, Samba tanzen auf dem Platz, Sie kennen die Stereotype, okay.
Da oben haben wir noch was. Mitte rechts Frankreich. Mitte rechts Frankreich. Warum? Weil das so hin und her geht. Aha, okay. Mehr? Was haben wir noch über? Portugal haben wir noch im Spiel und Deutschland auf jeden Fall. Deutschland oben links. Da? Ja. Okay. Dann bleibt für Portugal ja nur noch hier über und auf Italien freuen wir uns mal. Die Auflösung, ich blende sie ein, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, sonst lese ich es Ihnen in der Reihenfolge so vor. Das erste oben, England. England und Deutschland ist verwechselbar, finde ich auch. Die Position des Angreifers hängt in großem Maße von der aktuellen Windrichtung und Windstärke auf dem Platz ab. Deshalb kriegt der Ball so einen Bogen, wenn der Wind von der Seite kommt. Deutschland, radikal, effektiv und unaufhaltsam. Dabei kann der Ball schon mal eine Geschwindigkeit von 297 Kilometer pro Stunde erreichen. Brasilien, wir alle haben es doch genauso erwartet wie hier, dem ist nichts hinzuzufügen. Italien, da oben, Betonabwehr, wenig Präsenz im Mittelfeld, der Zapass zum einzigen Stürmer und faul Elfmeter. Frankreich, alle möglichen Varianten, haben Sie auch gut erkannt, alle möglichen Varianten werden im Mittelfeld durchgespielt, wobei der Mann im Mittelfeld da jetzt nicht mit dem Ball spielt, sondern mit sich selbst und den Ball völlig vergessen hat. Portugal bleibt dann noch übrigens als letztes, wobei der kleine schwarze Punkt nicht der Ball, sondern der Schiedsrichter ist in diesem Falle. Sie sehen, einige der in diesen schematischen Darstellungen, die die Frankfurter Allgemeine Zeitung vor einiger Zeit brachte, enthaltenen Vorstellungen von nationalen Stereotypen sind so verbreitet, dass Sie die hier und heute sofort aktualisieren konnten und eine ziemlich hohe Trefferquote dabei hatten. Wie solche fußballerischen Nationalstereotype im Detail aussehen, wie sie funktionieren und wie sie in Zeiten der Globalisierung gelegentlich auch durcheinander geraten, das will ich Ihnen am Folgenden, am Beispiel der Berichterstattung über die Fußballweltmeisterschaften 2002 in Südkorea-Japan, 2006 in Deutschland und dann 2010 in Südafrika zeigen, die alle für die Analyse von Nationalstereotypen geradezu Laborsituationen boten. Denn wollte man solche Stereotypen experimentell herausarbeiten, so wie Naturwissenschaftler im Labor, dann müsste man das ja dadurch tun, dass man jede Nation mit jeder anderen einmal konfrontierte. Und genau das ist aber das Basisszenario von Europameisterschaften und Weltmeisterschaften und der zugehörigen Berichterstattung in den Medien. Darüber hinaus war die letzte Weltmeisterschaft 2010 aber auch unter zwei weiteren Aspekten besonders interessant. Zum einen bot sie nämlich geradezu ein Lehrbuchbeispiel für die Frage nach dem Verhältnis von Innovation und doch wieder Tradition in diesen Nationalstereotypen. Denn bereits nach den ersten Spielen konnte man verfolgen, wie das Ensemble der in der Presse nahezu automatisierten Zuschreibungen nationaler Charakterzüge selbst dann noch weitergeschrieben wurde, als diese durch die Realität auf dem Spielfeld überhaupt nicht mehr gedeckt waren. Zum anderen ließ sich beobachten, wie versucht wurde, neue nationale Positionen im Rückgriff auf das gesamte System der schon kursierenden nationalen Stereotype zu beschreiben, was aber dennoch zu Irritationen führte. Entsprechend schwer tat sich so mancher Reporter und so manche Kommentatorin damit, dass gewohnte Stereotype auf einmal nicht mehr anwendbar waren. Denn was ist, wenn ein Indonesier für die Niederlande, ein frankophoner Afrikaner für England, ein deutschstämmiger Russe für die Türkei und ein türkischstämmiger Deutscher für Deutschland spielen? Die Stereotype kommen, so viel sei vorweggenommen, mächtig durcheinander, wie beispielsweise die Reaktionen in Polen auf die Auslosung des Spiels Deutschland gegen Polen zeigten. Denn kurzerhand repatriierten die polnischen Medien den deutschen Nationalspieler Lukas Podolski mental, um dann sagen zu können, Polen schießt, egal auf welcher Seite des Platzes, ein Tor und wir sind irgendwie immer die Gewinner. Das folgt in etwa der Bild-Zeitungslogik von Wir sind Papst, wurde aber trotzdem unendlich lange tradiert. Trotz solcher Verwerfungen wurde das Set an Stereotypen, das eingeführt war, nicht aufgegeben,
sondern in der Folge lediglich umgearbeitet, woraus eine interessante Mischung aus Konstanz und Variation innerhalb der Grenzen des Systems der schon vorhandenen Stereotype entsprang. Man hat es also in ein und demselben Prozess mit Stereotypen, ihrer Durchbrechung und letzten Endes dann doch auch wieder ihrer Bestätigung zu tun, mit einem Reproduktionszyklus also, der auf Basis von Vorhandenem Neues entstehen ließ, durch das das Alte in weiter bzw. umgearbeiteter Form, aber auch zugleich fortgeschrieben wurde. Doch lassen Sie uns zunächst ein bisschen schauen, was solche Nationalstereotypen eigentlich sind und wie sie beschaffen sind. Wenn ganze Nationen über längere Zeiträume hinweg mehr oder weniger konstant bleibende Charakterzüge vom Typ »Die Deutschen sind gründlich, ordentlich und pünktlich«, »Die Österreicher sind so ein klein wenig schlampig« und »Die Engländer ziemlich skurril« zugesprochen werden, dann spricht man von Nationalstereotypen. Damit gehören Nationalstereotype zu jenen politischen Imaginationen, die zwar relativ unabhängig von offiziellen nationalen Formen der Repräsentation und damit auch der Selbstdarstellung von Nationalstaaten sind, kein Staatsmann würde hingehen und sagen, ich repräsentiere hier die deutsche Ordentlichkeit, oder ein Österreicher würde nicht sagen können als Präsident des Landes, ich stehe hier für die Schlampigkeit, die Österreich zugesprochen wird, immer ein, das wäre gar nicht denkbar. Sie werden aber auf nichtsdestotrotz auf subtile und durchaus nachhaltige Weise in Umlauf gehalten. Und zwar nicht nur im Bereich des Politischen, sondern gerade auch in den Bereichen der Künste, von Theater über Literatur, Film bis hin zu Architektur und auch natürlich im Sport. Die Nationalstereotype sind, mit Kantorowitsch gesprochen, also vielleicht nicht der zweite Körper der Nation, aber doch einer ihrer vielen zweiten medialen Körper und einer, der alle 4 Jahre im besonderen Fokus der Medien wieder neu steht. Stereotype in der Fußballberichterstattung imaginieren Nationalmannschaften also als so eine Art individuelle Subjekte mit einem festen Charakter, der dann in jedem einzelnen Vertreter und letztlich in allen und nicht nur den fußballerischen Handlungen einer Nation wieder zu erkennen ist. Die für den deutschen Nationalcharakter zugeschriebenen Merkmale Ordentlichkeit und arbeitsamer Fleiß manifestieren sich dann ebenso in ordentlichen Häusern, ordentlich geführten Kriegen, also immer aus der Perspektive der Medien spreche ich, nicht um über Realitäten zu reden, in ordentlich gewaschenen Samstagsautos, wie eben auch in einem ordentlich gespielten Fußball. Spiele und Mannschaften erscheinen auf diese Weise als temporäre Träger allgemeiner Eigenschaften, als austauschbare Erscheinungen von dahinterliegenden stabilen Essenzen, die eine Nation über längere Zeit hinweg ausmachen. Wie sieht es dabei aber mit dem Gehalt an Realität aus? Sind denn die Deutschen wirklich ordentlich? Sind denn die Österreicher wirklich schlampig? Sind denn die Luxemburger wirklich, muss ich noch füllen, weiß ich noch nicht? Solche Zuschreibungen von Nationalcharakteren referieren nicht auf wirkliche Subjekte und ihre tatsächlichen Eigenschaften, sondern sind vielmehr stets Konstrukte, allerdings solche, die durch tatsächliche Ereignisse und auch durch historische Ereignisse, durch Gewohnheiten und typische Handlungen, die zu einem Habitus tendieren, motiviert sein können und dies in der Regel auch sind. Das zeigt exemplarisch ein Artikel im Luxemburger Wort zum Länderspiel Luxemburg gegen Algerien von 2010, also Frühjahr 2010 war das, glaube ich, der mit »Wenn Löwen auf Füchse treffen« überschrieben ist. Dabei ist die Rede von Löwen, natürlich über den roten Löwen in der einen Variante der Luxemburger Flagge motiviert, auch wenn vielleicht, und das ist die Frage der Realitätshaltigkeit, nicht jeder Luxemburger Spieler wie ein Löwe gekämpft hat. Und die Rede von Füchsen durch den Bezug auf Wüstenfüchse bei Algerien, auch wenn der eine oder andere algerische Spieler möglicherweise die Wüste in seinem Leben noch nie gesehen hat. Wir haben es bei den Nationalstereotypen, also weder ausschließlich mit Referenzen auf eine wie immer geartete Realität zu tun, noch ausschließlich mit so etwas wie manipulativ wirkender Ideologie, sondern mit einer sehr viel brisanteren Mischung aus relativ konstanten Positionen,
die aus immer und immer wieder aktualisierten Zuschreibungen resultieren, sowie aktuellen, tatsächlichen, historischen und aktuellen Ereignissen, Symbolen und Erzählungen. So wird beispielsweise die belgische Nationalmannschaft, ich referiere das jetzt immer aus der Perspektive der deutschen Presse, mit schöner Regelmäßigkeit zu einer Gruppe, Zitat, kantiger Fußballbürokraten erklärt, was lediglich durch die Präsenz der EU in Brüssel legitimiert ist und mit Fußball eigentlich kaum etwas zu tun hat. Was aber so etwas wie einen vermeintlichen Realitätsbezug herstellt, der das Stereotyp aber auch hier umso wirksamer macht. Da hat Luxemburg, was die EU angeht, glaube ich, noch mal Glück gehabt, dass sowas nicht übertragen worden ist. Ähnlich sieht es mit Brasiliens Samba-Tänzern auf dem Rasen und mit Frankreichs Champagner-Fußball aus. Champagner ist ja nun mal eine genuin französische Sache und Samba-Tanzen eine genuin brasilianische, auch wenn das nicht unbedingt etwas mit Fußball und dann auch noch jedem Spieler auf dem Platz zu tun haben muss. Weiter muss man sich klar machen, dass Nationalcharaktere auf Distinktionen, also auf Gegensätze hin angelegt sind. Das heißt, dass die jeweils in Umlauf befindlichen Stereotype ein System von aufeinander bezogenen, aber gegeneinander auch deutlich abgegrenzten Positionen bilden, die man nicht zuletzt auf Basis von Belegen der Fußballberichterstattung in Radio, Fernsehen, Presse und auch Literatur rekonstruieren kann. Dabei kann eine einmal vergebene Position nur in Ausnahmefällen auch für ein anderes Land Gültigkeit haben. Am ehesten noch bei Nachbarländern, deren Nationalstereotype sich nur in einem von mehreren Merkmalen unterscheiden. Zum Beispiel bei den Weltmeisterschaften war das eigentlich ziemlich egal, ob da die Vereinigten Arabischen Emirate, ob Kuwait oder der Irak am Start waren, die Stereotype blieben immer die ähnlichen. Da wurden gar keine Distinktionen gemacht. Kommen neue Nationen hinzu, dann wird der Platz im System, je nachdem, wie dieses System in seiner Entstehungsphase angelegt wurde, eventuell knapp, sodass neue Positionen häufig aus der Kombination schon vorhandener gewonnen werden müssen. Das war etwa 2006 und dann 2010 der Fall, als die USA als Fußballnation stärker ins Spiel kamen, als sie je bisher ins Spiel kamen. Die galten dann als eine Mannschaft, die das erste Spiel wie Weltmeister, das zweite wie Hausmeister, das dritte wie Weltmeister, das vierte wie Hausmeister spielten. Solche Systeme von Nationalstereotypen vervielfältigen sich sogar noch einmal, wenn man bedenkt, dass sie immer aus der Perspektive einer Nation, gelegentlich vielleicht noch der eines Kontinents, entworfen werden, also nationenspezifische ästhetische Figurationen des Politischen darstellen. So käme ein deutscher Fußballreporter kaum auf die Idee, eine Mannschaft nach den Kriterien süß und schön zu bewerten und ins System der Nationalstereotype einzurasten, was sein japanischer Kollege ohne weiteres könnte. Und darauf, dass man die japanische Fußball-Frauennationalmannschaft als Prachtnelken bezeichnet, mussten ihn wahrscheinlich auch erst seine japanischen Kollegen bringen. Die Matrix der weltfußballerischen Nationalstereotype ist also aus deutscher Sicht eine ganz andere als aus koreanischer oder japanischer, und sie war bis Anfang der 1990er Jahre eine andere aus ost- und westdeutscher Perspektive. Was die Luxemburger Blicke auf die Nationalstereotype angeht, da bin ich gespannt, was Sie mir vielleicht hinterher noch erzählen. Ich habe da ziemlich wenig Material gefunden. Nun kommt Luxemburg auch erfahrungsgemäß nicht gerade in die Endrunde einer Fußball-Weltmeisterschaft und steht dann nicht so sehr im Mittelpunkt der Berichterstattung. Die Ausgangsbasis und zugleich das Rohmaterial für solche Zuschreibungen nationaler Eigenschaften stellt auch im Fußball das System der Nationalstereotype dar, wie es sich im Laufe des 19. Jahrhunderts für Europa entwickelt hat und seitdem in seinen Grundstrukturen erstaunlich stabil geblieben ist. Danach galt Deutschland bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts als philosophisch, musikalisch, idealistisches Land der Dichter und Denker, das symbolisch entweder abgehoben in den Lüften der Fantasie oder romantisch tief in der Erde platziert war, während Frankreich die Oberfläche der Erde und England die weite Horizontalität des Meeres zukam.
So etwa der deutsche Märchensammler Musäus oder auch Angermain de Staël in Anlehnung an Jean-Paul und Heinrich Heine. Mit der Bismarckschen Reichsgründung 1871 verschob sich diese Verteilung, denn einer ihrer wichtigsten Effekte bestand darin, für Deutschland eine realistische Position zurückgewonnen zu haben und mit der alten idealistisch-romantischen zu vermitteln. Entsprechend konnte sich das Land der Dichter und Denker nach dem gewonnenen Krieg gegen Frankreich 1870-71 als die realistischere Nation konstituieren. Eine Position, die noch um 1900 als plötzlich eingetreten empfunden wurde. In gleichem Maße wie Preußen-Deutschland damals Realismus gewann, musste ihn Frankreich verlieren, sodass die Zuschreibung von Merkmalen wie Fantasie und Leichtlebigkeit jetzt für Frankreich ein Entfernen vom realistischen Boden der Tatsachen schon so ein bisschen in Richtung Dekadenz anzeigte. War Frankreich also durch mangelnden Realismus von Preußen-Deutschland unterschieden, so ließ sich die notwendige Differenz gegenüber dem England zugeschriebenen brutalen Realismus durch die Betonung des nach wie vor gültigen idealistisch-romantischen Elements im deutschen Nationalcharakter aufrechterhalten. Deutschland hatte damit eigentlich eine sehr trickreiche Mittelposition eingenommen, bei der man im Nationalstereotyp ständig zwischen der Seite des Realismus und der Seite des Idealismus hin und her changieren konnte. Etwa in solchen Narrativen, die dann sagten, wir ziehen unsere idealistischen Ziele mit realistischer Kraft durch. Das war sozusagen der Bismarcksche Wahlspruch im Grunde. Jedes Abweichen von dieser Mittelposition hätte immer die Gefahr heraufbeschworen, auf die französische oder die britische Seite verschoben zu werden, um die wichtigsten Nationen des 19. Jahrhunderts zu nehmen. Damit hatte sich die Grundkonstellation in der Verteilung der Nationalstereotype für Deutschland, Frankreich und England spätestens am Ende des 19. Jahrhunderts herausgebildet und sie ist in vielerlei Hinsicht bis heute konstant geblieben. Wie sehen nun die Hauptlinien, um es zu aktualisieren, im System der fußballerischen Nationalstereotype seit 2002 aus? Bis 2002 waren aus Perspektive der deutschen Berichterstattung in Funk, Fernsehen und Presse die Engländer, das sind jetzt alles quasi Zitate, eiskalte und knallharte, wenn in der Regel auch durchaus faire Direktfußballer. Haben Sie auch bei den Zuschreibungen mit den Direktfußballern genau richtig gesehen. Die Franzosen eine Mannschaft mit Spielwitz, mit dem Quirlen, bei gleichzeitiger Erfolgsorientiertheit, das war noch die Ära Platini, inzwischen ist die Erfolgsorientiertheit ein bisschen rausgefallen, die Italiener so abwehrversessen und taktikorientiert, dass sie darüber sogar ihre eigentliche Aufgabe, nämlich das Toreschießen, vergaßen. Zitat, 7 Verteidiger im Dienste der schlechten Unterhaltung. Bulgaren und Rumänen galten als schlampig, dafür aber auch hinterlistig, wie alle Balkanfußballer. Die Dänen als so lange völlig relaxed, bis sie zunächst frech aufspielten und dann als Danish Dynamite förmlich explodierten. Da sah es mit dem südamerikanischen Fußball schon anders aus. Denn dessen Ballkünstler zauberten und tanzten Samba, im Falle Brasiliens, oder Tango, im Falle Argentiniens, auf dem Platz. Zentralafrikaner tanzten zwar auch, aber ohne Zauber und im Unterschied zu Südamerikanern eher ohne als mit Ball, nämlich Lambada an der Eckfahne. Sodass man einerseits eine kollektive körperliche Steigerung als Mannschaft, die Mannschaft tanzt Samba mit dem Ball, auf der anderen tanzt der Einzelne ohne Ball an der Eckfahne gegenüberstehen hatte. Und Asien? Japaner, immer noch aus der Perspektive der Medienberichterstattung, nicht ganz meine persönliche Meinung, zeichneten sich wie andere asiatische Mannschaften auch als zwar fleißige, aber unkoordinierte Läufer aus und waren damit leichte Gegner. Koreaner galten als opferbereit und leidensfähig. Demgegenüber wiederum waren die biederen deutschen Kicker in der Positivvariante eher so etwas wie ordentlich gründliche Arbeiter am Ball. Sogar so gründlich, dass sie gelegentlich gar nicht in die nächste Runde wollten, sondern in der ersten Runde hängen blieben. Und in der Negativvariante galten sie als eher klobige Balltreter und Rumpelfüßler. Letzteres war eine Zuschreibung, die bei der EM 2000 aufkam,
und seit einigen Niederlagen im Herbst 2001 vermehrt die Runde machte. Das ging auch gar nicht anders, denn von den Nationalstereotypen her gedacht, hätten die Deutschen ja andernfalls zu Brasilianern oder Argentiniern werden müssen, wenn sie leichtfüßig hätten tanzen können. Das hatte damals als Bundestrainer, das ist eine seiner besten Einsichten gewesen, auch Berti Vogts gesehen, der schon bei der Weltmeisterschaft 1998 in einem Interview feststellte, Zitat Berti Vogts, wenn wir Deutschen tanzen und der Brasilianer tanzte daneben, ja dann musst du doch sofort vom Platz verschwinden, was sie dann auch getan haben, ziemlich schnell. Die deutsche Rumpelfüßigkeit verweist auf eine Besonderheit im System der Nationalstereotype, nämlich dass sie stets in besonders ausgeprägter Weise eine Positiv- und eine Negativvariante bereithalten, sodass sie im Falle eines Sieges wie auch einer Niederlage gleichermaßen greifen können. Dann siegt beispielsweise die deutsche Ordentlichkeit zwar über österreichische Schlampertheit, die deutschen Rumpelfüßler verlieren aber vielleicht gegen den erfrischenden französischen Spielwitz. Tabellarisch gegenübergestellt, wie ich das hier mal versucht habe, sehen solche Positiv- und Negativzuschreibungen, zwischen denen ja auch dann die Fußballberichterstattung wunderbar hin und her schwenken kann, beim Radiokommentar und Fernsehkommentar, sogar während eines Spiels kann man zwischen beiden umschalten, so aus, dass wir bei Deutschland haben den ehrlichen Arbeitsfußball und die Rumpelfüßler. Bei Dänemark Danish Dynamite oder Fehlzündung. USA wie Weltmeister, wie Hausmeister. Brasilien Filigran-Samba-Tanzen oder so verspielt Samba-Tanzen, dass man nicht mehr zu Toren kommt. Argentinien Superspieler oder sich verzettelnde Individualisten. Russland entweder Teamgeist, positiv oder alter Kollektivismus. England Kontrolle behalten oder spielerischer Minimalismus. Diese Parallelität von Positiv- und Negativvariante macht die nationalen Stereotype hochflexibel, und zwar wohl für die Berichterstattung wie die nachträgliche Zuschreibung von Sinn bei Niederlagen oder auch Siegen. Das ist wichtig, da auf eine Niederlage ja möglicherweise dann auch wieder demnächst ein Sieg folgen kann und so weiter, sodass man ständig zwischen beiden hin und her umschalten muss. Intakt war das System der Nationalstereotype zunächst auch noch bei der unter dem Motto zu Gast bei Freunden stehenden WM 2006. Die meisten der neu ins Spiel gekommenen Nationen blieben dabei nicht allzu lange im Turnier, sodass daraus keine Irritationen resultierten. Als Experte befragt, ob es in einer Zeit, in der kaum ein Bereich unserer Gesellschaft so stark von der Globalisierung geprägt sei, wie der Fußball noch so etwas wie landestypische Spielstile gebe, antwortete Günter Netzer, damals befragt das erste Mal als Experte, voller Überzeugung so, Zitat, die gibt es selbstverständlich noch, ich bin kein guter Günter Netzer-Imitator, aber Sie müssen sich den Ton so vorstellen. Über die Art und Weise, wie Mannschaften Fußball spielen, lassen sich gewisse typische Landeseigenschaften herleiten. Brasilianer bewegen sich einfach anders als Nordeuropäer und das erkennt man in der Art und Weise, wie Fußball gespielt wird. Hier die überschäumende Lebensfreude, damit verbunden die Fähigkeit, den Ball zu beherrschen und nichts anderes zu wollen, als den Ball zu besitzen. Auf der anderen Seite dieser doch eher unterkühlte Fußball nördlicher Regionen, dem andere Dinge wichtig sind. Ich rede hier nicht von Erfolg, aber es sieht einfach anders aus und da gibt es seit vielen Jahrzehnten Anlehnungen an den Nationalcharakter. Im Fußball kehren die Spieler ihr Innerstes nach außen und präsentieren sich so, wie der Landesstil es zulässt. Wissenschaftlich ausgedrückt ist Netzer also ein biologistischer Darwinist der einfachsten Sorte, der wirklich also quasi aus der biologischen Hardware heraus die nationalen Fußballstile sieht. Auch der Einwurf des Interviewers, dass doch fast sämtliche Spieler, die bei der WM eine entscheidende Rolle spielen, seit langem in Europa aktiv sein und dies doch gerade nicht für die Annahme spreche, diese Spieler könnten für verschiedene Nationalstile gewonnen werden, irritiert Netzer nicht. Er gibt einfach die Antwort, ja, im Ausland lernen Spieler dazu, ihre speziellen Eigenheiten, aber verlieren sie nie. Auch die Unarten nicht, sonst wären ja die Afrikaner längst Weltspitze. Also nach Netzer kann der Afrikaner nie ein guter Fußballer werden, weil das einfach vom nationalen Spielstil her nicht drauf hat.
So sehr Netzer auch auf der Gültigkeit der bei ihm gegenüber aller Fremdsozialisation letztens doch dominierenden Nationalcharaktere bestand, brachte das WM-Sommermärchen von 2006 dann de facto doch erste Irritationen in der Korrelation von Nationalstereotypen und Spielweisen mit sich, was sich 2010 dann noch einmal deutlich verschärfte, sodass über die Realität auf dem Spielfeld beim besten Willen nicht mehr im Rückgriff auf die üblichen automatisierten Zuschreibungen nationaler Tugenden und Schwächen berichtet werden konnte. Die Deutschen waren nämlich 2010 plötzlich keine Rumpelfußballer mehr und in der Positivvariante genauso wenig ehrliche Arbeiter am Ball, sondern zeigten sich als, alles Zitate, jung, sexy, frech, mit brasilianischer Spielfreude, aber zugleich doch einem ganz eigenen Stil. Die Brasilianer dagegen erwiesen sich auf einmal als effektive Minimalisten, ein Merkmal, das bisher stets England zugeschrieben wurde. Dafür übernahmen die Niederländer die alten deutschen Spieltugenden und mit ihnen in der Berichterstattung die entsprechenden Stereotype. Von daher hatten wir es bei der WM 2010 mit einem Ereignis zu tun, das in ein System von Stereotypen, das lange Zeit automatisiert verwendet wurde, so irritierend einbrach, dass es nicht einfach mehr fortgeschrieben werden konnte. Unter dem Titel Fußball ohne Sinn, wie das deutsche Team mit seinen vielen Toren ein Weltbild zerstört, berichtete die Zeitung Die Welt von einem südafrikanischen Fußballfan, dessen Weltbild geradezu kollabiert sei, da der Fußball jetzt ohne die Nationenzuschreibungen für ihn keinen Sinn mehr habe. Zitat: Er habe kein Problem mit Deutschland, aber es gibt nun einmal nur noch wenige Konstanten im Leben. Und seit Samstagnachmittag ist eine verloren gegangen. Man gewinnt nicht mit 4:0 gegen eine Mannschaft, die Lionel Messi in ihren Reihen hat. Erst recht nicht Deutschland und schon gar nicht so schön gespielt. Das geht für Deutschland nicht. War es im System der fußballerischen Nationalstereotype, also bis 2010 möglich, dass untereinander unbekannte Leute im selben kulturell parat gehaltenen Stereotypenvorrat miteinander kommunizierten, wieder so, wie wir es am Anfang durchgespielt haben, so fächerten sich jetzt die Zuschreibungen in kurzer Zeit so vielfach auf, dass kaum noch eine Zeitung die gleichen Stereotype, die dann schon gar keine mehr waren, benutzte als die andere. Diesen Prozess möchte ich mir mit Ihnen im Folgenden etwas genauer anschauen. Die Berichterstattung in der deutschen Presse zur WM in Südafrika 2010 begann zunächst nämlich noch ganz im Stil der alten Stereotype, die quasi automatisiert abgerufen wurden. Unter dem Titel Deutsche Wertarbeiter brachte die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, das ist die Zeitung, die bei uns im Ruhrgebiet sehr verbreitet ist, ein Porträt des Innenverteidigers Arne Friedrich. Zitat: Arne Friedrich darf endlich dort spielen, wo er spielen möchte und wo er auch spielen soll, in der Innenverteidigung. Zerstören, aufbauen und noch einmal zerstören, aufbauen. In teutonischer Tradition. In der teutonischen Tradition, für deren Übernahme Champions-League-Sieger Inter Mailand mit seinen Verteidigungsbollwerken nicht geliebt, aber gefeiert wurde. Gegen die Bosnier hat der Spätbeglückte durchaus Geberqualitäten auf Interniveau demonstriert. Aber Arne Friedrich wäre nicht Arne Friedrich, wenn er sich nicht als kerniges teutonisches Element im Spiel betrachten würde. Arne Friedrich spricht von Sicherheit, von Ordnung, von Organisation, die er gewährleisten könne. Er spricht, wie Arne Friedrich immer gesprochen hat und wie Arne Friedrich sprechen muss. Er steht für das, wofür er immer gestanden hat, für deutsche Wertarbeit, ausgeführt von deutschen Fachkräften. Fehlt nur noch der Stempel Made in Germany auf der Stirn. Auch Philipp Lahm reproduziert in einem Interview mit der Zeit, und ich zeige Ihnen die Parallelen, um zu zeigen, wie verbreitet das wirklich auch über viele Individuen hinweg war, am 10. Juni 2010, also kurz vor WM Beginn, noch dieses alte Stereotyp. Zitat Philipp Lahm, so etwas zögerlicher, nicht ganz so teutonisch: Wir waren noch nie die spielerisch stärkste Mannschaft. Deswegen müssen wir jetzt erstmal taktisch diszipliniert spielen, ordentlich. Wir haben eben eine Mannschaft, die gut verteidigen kann, die schwer zu schlagen ist. Und das wird auch bei dieser M wieder so sein. Wir werden nicht auf Teufel komm raus nach vorne laufen, viele Tore schießen und die Flucht nach vorn suchen, sondern wir müssen schauen, dass wir unser Spiel spielen können.
Und das bedeutet, dass wir in der Verteidigung gut spielen müssen. Genau darin liegen unsere alten deutschen Qualitäten. Dieses Nationalstereotyp, was die eigenen Spieler noch so verteidigten, war dann nach dem 4:0-Sieg der deutschen Mannschaft gegen Australien im Auftaktspiel am 13. Juni 2010 aber kaum noch haltbar. Entsprechend verdutzt war nicht nur die deutsche, sondern auch die internationale Presse, deren Reaktionen die gesamte Bandbreite von Handlungsmöglichkeiten umfasste, die in solcher Situation zur Verfügung standen. Das Hamburger Abendblatt brachte auf seiner Internetseite davon eine kleine Auswahl. Die dort wiedergegebenen Pressestimmen reichten von erstens das eigentliche Spiel völlig ignorierenden Fortschreibungen, also egal was auf dem Platz passiert, man schreibt die alten Stereotype weiter. So etwa der englische Mirror: Deutschland begann die WM in typisch gnadenlos deutscher Art. Oder Le Figaro: Deutschland hat wie üblich einen Auftritt ohne Patzer hingelegt. Der serbische Blick: Panzer erniedrigen Australien, deutsche Maschine läuft. Und aus Italien: La Repubblica: Tormaschine Deutschland in Aktion. Zweite Variante waren dann Kopplungen gängiger Altersstereotype mit neuen Elementen, also die, die schon gemerkt haben, ah, wir können nicht so weitermachen einfach. So zum Beispiel La Stampa: Zu viel Deutschland, ein multiethnischer Panzer mit vortrefflichen Füßen. Also einerseits noch dieses alte Panzerbild, aber der ist schon multiethnisch geworden und der hat auf einmal tanzende Füße bekommen. Das ist schon eigentlich ein Clash von Bildern, der genau zeigt, wie alt und neu übereinander gelegt werden. Dritte Variante wären Formulierungen, die einfach nur darauf sich bezogen, dass man die Situation paradox fand, dass die Stereotype nicht mehr aufgingen. So etwa Ekstrabladet aus Dänemark: Das deutsche Angriffsorchester spielte mit voller Besetzung. Bisher war die deutsche Marke die Fähigkeit zu Erfolg ohne Schönheit. Was nun soll nun werden, wenn es jetzt auch noch Spaß macht, den Germanen zuzuschauen, kein Mensch weiß. Der Daily Telegraph schließlich rettete sich viertens auf eine Metaebene und reflektierte gleich über die Stereotype. Es ist Zeit, die Klischees zu verbannen und die Stereotypen über den deutschen Fußball dem Mülleimer der Geschichte anzuvertrauen. Ja, dieser Auftritt war effizient, gut organisiert und ziemlich mitleidslos. Aber er war auch geprägt von Flair, Unvorhersehbarkeit und jugendlich leichter Lebenslust. Und die Times schließlich umschrieb zu Beginn und am Ende ihres Artikels die aus der neuen deutschen Spielweise für das bisher gängige Stereotyp resultierende tendenziell paradoxe Koinzidenz von alt und neu. Zitat: Umso mehr sich Deutschland verändert, desto mehr Dinge bleiben gleich. Während das Resultat so vorhersehbar war, wie es die Stereotypen vorschreiben, Deutschland gewinnt, diese treibende Kraft gewann ja das sechste Auftaktmatch bei der WM in Folge, aber die Art dieses exquisiten Sieges war es überhaupt nicht. Es waren die Deutschen, aber nicht wie wir sie kennen. Die unmittelbare Folge des deutschen Standortwechsels im System war dann, dass auch die übrigen Nationen anders platziert werden mussten, wobei der einfache Positionstausch zwischen zwei Nationen, wie zwischen Deutschland und den Niederlanden, den einfachsten Fall darstellte. Noch vergleichsweise vorsichtig erprobte der Journalist Reinhard Schüssler in der Westdeutschen Allgemeinen einen solchen Tausch am 15.06.2010. Wohin man in diesen Tagen auch hört, wird von der Spielfreude und Kreativität der Löw-Elf geschwärmt. Und die Fußballwelt fragt irritiert: Diese Spielweise soll deutsch sein? Was zur Frage führt, welche Eigenschaften im Fußball als typisch deutsch gelten. Natürlich Disziplin, Wille und, wie es der holländische Trainer Guus Hiddink nach Russlands Scheitern in der WM-Qualifikation gegen Deutschland auf den Punkt brachte, deutsche Durchschlagskraft. Und nun das: Deutsche Spieler, die so leichtfüßig, fast champagnermäßig beschwingt wirken, dass sich vor allem in den Niederlanden die Fußballfans die Augen reiben. Hatten sie doch gerade dort immer mit einem Schuss Verachtung auf ihre Nachbarn herabgeschaut. Allerdings nicht, ohne diese klammheimlich für ihre Effektivität zu beneiden. Nach dem schnörkellos heruntergespielten 2:0 Startsieg über Dänemark erkannte der frühere HSV-Star Raphael van der Vaart treffend: Deutschland hat wie Holland gewonnen und wir wie Deutschland gespielt. Positionstausch zwischen den beiden Ländern perfekt. In derselben Ausgabe der Zeitung schrieb Manfred Henriok über die Holländer, dass sie mit all ihren Künsten fast schon typisch deutsch gespielt hätten.
Und zwei Wochen später konnte sich der ehemalige Radiokommentator Manni Breukmann, der bei uns ein sehr bekannter Radiomoderator für Fußball ist, dann schon, wie selbstverständlich, über den Nederlands-Rumpelfußball beklagen, was den Positionstausch mit Deutschland gegenüber 2002 endgültig perfekt machte. Zitat Breukmann: Die Holländer robben sich durch das Turnier, gewinnen alles, aber spätestens nach dem 2:1 Achtelfinalerfolg gegen die Slowakei haben sie einen Fan verloren, nämlich mich. Ich habe keine Lust mehr auf Langeweile. Oranje ist seit 23 Spielen ungeschlagen, 8-mal in den letzten Partien stand die Null. Aber sie spielen Nederlands-Rumpelfußball. Alles ist total effizient, erstmal wird der Strafraum verrammelt, zwischendurch ein Geniestreich von Robben und nach 90 Minuten können sich die Fans am Ergebnis aufkeilen. Super, finde ich scheiße. Der Augenschmaus und Erfolg schließen einander anscheinend aus. Welche Ironie der Fußballgeschichte. Ausgerechnet das schwarz-rot-goldene Land der Rumpler, Kämpfer und gerade Ausläufer spielt jetzt niederländisch. Eine Folge dieser Verlagerung des deutschen Nationalcharakters war, dass alle Spieler, Trainer oder Mannschaften, die auch nur eine der ehemals deutschen Tugenden, wie beispielsweise ehrliche Arbeit, zeigten, jetzt tendenziell zu verspotteten alten Deutschen wurden. So berichtete der Sportjournalist Frank Hellmann in der WAZ vom brasilianischen Trainer Carlos Dunga als einem Ordnungshüter genannt, der Deutsche. Da wird jetzt als nächstes Brasilien auf die deutsche Position verschoben, immer so wie die Spielauslosungen von Runde zu Runde waren. Titel des Artikels: Vor dem Spaß kommt die Arbeit. Das hätte sonst genau für eine deutsche Mannschaft stehen können. Dermaßen deutsch ausgebildet und deutsch eingestellt, verwundert es nicht, dass die Brasilianer nicht den erwarteten Samba-Fußball, sondern stattdessen einen Sieg mit neuer Sachlichkeit auf dem Platz praktizierten. Zitat: Brasilien zeigt nur wenig Brasilianisches beim dürftigen 2:1 gegen den krassen Außenseiter Nordkorea. Die Seleção siegte schlicht und einfach mit ihrer neuen Sachlichkeit. Um einen solchen Positionstausch mit Deutschland, der ja nach der Logik des Systems dann mit allen Nationen irgendwie einmal durchgespielt werden müsste, auch für Italien vornehmen zu können, musste man, da auf dem Fußballplatz nichts Entsprechendes war, wo man anknüpfen könnte, auf das Feld der Politik ausweichen, da Italien ja zunächst eher mittelmäßig und indifferent gespielt hatte. Zitat: Nanu, haben ausgerechnet die Italiener mittlerweile ein preußischeres Pflichtbewusstsein als die Deutschen? Einen Tag, nachdem Arbeitgeberpräsident Dieter Hund dazu aufgerufen hatte, den Beschäftigten in Deutschland die Möglichkeit zu geben, während der Arbeit die WM-Spiele im TV zu verfolgen, schlug Renato Brunetta in Rom, Minister für den öffentlichen Dienst, ganz andere Töne an. Arbeit ist Arbeit und Spaß ist Spaß und das ist was Verschiedenes, verkündete er und forderte: Wer unbedingt die Spiele sehen will, muss Urlaub nehmen. In Italien. Wahrscheinlich hätte ihnen auch nicht gefallen, was sich gestern in Bonn abspielte. Dort erschienen etliche Teilnehmer der UN-Klimakonferenz statt im Maßanzug im Trikot ihrer Nationalmannschaft. Also die Deutschen sind jetzt die Italiener, die sich einfach auch mal ein bisschen Freizeit nehmen, und die Italiener sind jetzt pflichtbewusst geworden. Gerade dieses Beispiel macht wieder deutlich, dass Positionsverschiebungen im System der Stereotype nur dann möglich sind, wenn die frei gewordene Stelle im System im Gegenzug mit einer anderen, ebenfalls verschobenen Nation gefüllt wird. Das aber bedeutet letztlich, trotz dieser Innovationen durch Verschieben, eine Fortschreibung des Stereotypensystems im Ganzen. Und zwar so, dass das Alte weiter Bestand hat, nur eben auf andere Nationen verschoben. Wenn aber gleich eine ganze Reihe von Nationen auf den ursprünglich deutschen Platz verschoben wurde, dann eröffnete das auch die Möglichkeit, ganz verschiedene, attraktiv erscheinende Positionen der anderen Nationen für den deutschen Fußball in Anspruch zu nehmen. Und daraus erklärt sich eben auch, dass sie mal als die besseren Holländer, mal als die besseren Brasilianer, mal als die besseren Italiener oder Engländer erschienen. Hier einige Beispiele, um das Spektrum der jeweils nur binären, also Zweier-Analogien, zu belegen. Mit dem Prädikat zum Beispiel die filigranen Florettfußballer machte Franz Lamers die deutsche Mannschaft zu den besseren Brasilianern. Die filigranen
Florettfußballer. Mit 4:0 hat das deutsche Team Maradonas Weltensemble aus dem Turnier katapultiert. Sogar Löw geriet ins Schwärmen. Immerhin zu Kleinspanien wurde die deutsche Mannschaft bei Jannis Brinkmann in derselben Zeitung. Spaniens Spiel, Zitat, lebt von einer Dominanz, in die sich Bayern-Trainer Luis van Gaal sofort verlieben könnte. Von Frische, Tempo und Esprit. Für einen Spanier ist der Ball kein Freund, sondern eine Geliebte, die er niemals betrügen würde. Allerdings wird die geliebte mannschaftsintern rasch weitergereicht. Spanien spielt Tiki-Taka, schnelle und direkte Kurzpassstaffetten mit meist nur einem Ballkontakt. Dann geht es steil in die Spitze, wie an der Schnur gezogen. Das bringt mich in besagten Konflikt. Ich sehe die Spanier genauso gerne spielen, wie die Deutschen siegen. Zum Glück spielen die Deutschen jetzt wie die Spanier. Positionstausch wieder vollendet. Klaus Wille sah in derselben Ausgabe die Deutschen sogar als das bessere Spanien an und resonierte rückblickend darüber, was denn ein Monat alle so in der Fußballwelt und ihren Stereotypen verändern könne. Nach den ersten Spielrunden zogen die Sportjournalisten dann noch sehr vorsichtig eine erste Bilanz der Neuverteilung der Nationalstereotype, was zugleich den Versuch darstellte, einen von nun an gültigen neuen Standard zu etablieren. Denn für die Journalisten ist das ja auch immer eine ziemlich einfache Angelegenheit, sich an den Stereotypen zu orientieren. Da kann man im Grunde eigentlich immer wieder dasselbe auf andere Weise schreiben. Und das war ihnen verloren gegangen zwischendurch. Und diese Irritation merkte man den Artikeln auch an. Die Frankfurter Allgemeine zum Beispiel resümierte am 2. Juli, also nach Ende der ersten zwei Runden: Früher fragte man sich ja als Deutschler immer, ob sie in Holland ihre Talenten auf Felder züchten wie die Tulpen. Fragen sich, so viel zum Thema Nationalstereotype, fragen sich nun die Holländer, wie das die Deutschen machen? Schon seltsam, wie die WM in Südafrika das Stilgefühl ganzer Nationen erschüttert. Wir sehen Brasilianer und Holländer, die so spielen, wie man im letzten Jahrhundert von den Deutschen es kannte. Und hören Brasilianer und Holländer, die davon schwärmen, wie die Deutschen heute spielen. Deutscher Fußball, schlank, schnell, jung, der Modetrend der WM. Ganz ähnlich wieder die Westdeutsche Allgemeine. Deutschland feiert, die Welt zieht den Hut. Wer hätte dies je für möglich gehalten? Selbst Brasilien beneidet die Deutschen um ihre Fußballzauberer. Also genau die Position, die sonst nur Brasilien und ab und an Argentinien hatten, die nach dem 4:1 gegen England ein weiteres Glanzlicht dieser Welt lieferten. Letztlich müssen wir uns von einem Klischee verabschieden, dem vom alten, geistlosen Deutschland, das einer jugendlichen Erhabenheit gewichen ist. In derselben Ausgabe gleich noch einmal: Das Land, das die Grätsche perfektionierte, Bertie Vogts, Jürgen Kohler, und deren Fußballmannschaft wegen ihrer Durchschlagskraft mehr gefürchtet denn geachtet wurde, steht über Nacht für die Erfüllung der Sehnsucht nach der Schönheit eines Spiels, die zunehmend von Taktikern verschüttet wird. Auch diesmal aber brachte das reale Spielgeschehen solche Bemühungen der Reinstitutionalisierung eines neuen Systems wieder durcheinander. Denn einige der gerade auf neuen Positionen im Nationalstereotypensystem angekommenen Nationen fielen wenig später in ihre alten Spielweisen zurück. Und damit kamen auch die alten Stereotype wieder neu ins Spiel. So eben auch die deutsche Mannschaft, die auf einmal wieder einen Fußball der Ordentlichkeit, harten Fußballarbeit und leider Gottes dann in der letzten Runde auch der Rumpelfüßigkeit wieder aufnahm und spielte. Das vervielfältigte, ähnlich wie die Aufsplittung der fußballerischen Nationalstereotype in eine positive und eine negative Variante, die Möglichkeiten der Selbstverortung für kurze Zeit noch einmal. Man hatte dann also das ursprünglich alte System, das mühsam ins Spiel gebrachte neue System und wieder das Durcheinanderbringen des neuen Systems nebeneinander. Sodass die Reporter am Ende eigentlich gar nicht mehr wussten, was sie so richtig machen sollten. Und das schon gar nicht kurz vor dem Endspiel, wo die Stereotypen eigentlich immer noch mal richtig Konjunktur bei Weltmeisterschaften haben. Wie die Lösungen aussehen können, möchte ich Ihnen am Beispiel der Berichterstattung in der Bild-Zeitung zum Spiel Holland gegen Spanien zeigen. Denn daran konnte man sehen,
wie man es noch hinkriegen konnte, obwohl Deutschland nicht im Endspiel stand, die Deutschen zu den eigentlichen Siegern dieser WM zu machen. Die Bild-Zeitung brachte nämlich einen zweiseitigen großen Artikel, wo ich jetzt nur zwei Ausschnitte gebracht habe, mit der Überschrift Bundesrepublik Holland. Sie sehen das hier unten, Bundesrepublik Holland, also schon eine Kombination von Deutschland und den Niederlanden, und brachten einen Text, der folgendermaßen lautete: Das halbe Team kommt aus der Bundesliga. In ihrer Hymne verehren sie einen Deutschen. Ihre schönste Spielerfrau ist in Deutschland ein Superstar. Wir sind Papstmodell, ist das wieder. Also eigentlich sind wir diejenigen, die da jetzt gewinnen. Diese Holländer kommen uns irgendwie bekannt vor. Sie spielen nicht mehr den schönsten Fußball, wir ja früher auch nicht, aber plötzlich sind sie erfolgreich, wie wir früher. Unser Nachbar zieht nach 32 Jahren und dem 3:2 gegen Uruguay wieder ins WM-Finale ein. Auf altdeutsche Art. Mittelfeldmann Nigel de Jong, früher HSV, jetzt Manchester City, gibt zu: Wir spielen deutscher als die Deutschen früher. Nicht schön, aber effektiv. Das ist unser Schlüssel zum Erfolg. Refrain der Bild-Zeitung: Willkommen in der Bundesrepublik Holland. Die halbe Mannschaft spielt oder spielte in der Bundesliga. Raphael van der Vaart, heute Real, der beim HSV zwischen 2005 und 2008 zum Star wurde, schwärmt: Die Bundesliga ist eine optimale Schule für uns Holländer. Es ist wie ein Stahlbad. Stahlgewitter wäre natürlich jetzt noch ein bisschen besser für Germanisten gewesen, aber na klar. Wenn du da Erfolg hast, kannst du eine große Karriere machen. Für meine war es das größte Glück, nach Hamburg gegangen zu sein. Refrain Bild-Zeitung: Willkommen in der Bundesrepublik Holland. Trainer Gerd van Marwijk hat seinen Führungsstil in der Bundesliga verfeinert. Er wechselte 2004 für 2 Jahre nach Dortmund. Heute sagt er: In Deutschland ist alles sehr straff organisiert. So wie nun sein Team. Wer aufmuckt, fliegt. Starallüren gibt es keine mehr. Selbst die Taktik ist gleich. Das berühmte 4-3-3-System der Holländer mit 3 Stürmern ist Geschichte. Wie Deutschland spielt Holland 4-2-3-1 unter van Marwijk mit nur einem Stürmer. Willkommen in der Bundesrepublik Holland. An Oranje ist noch viel mehr deutsch. In der niederländischen Hymne wird Staatsgründer Willem van Nassen-Oranienburg, geboren im hessischen Dillenburg, besungen mit dem Satz: Wilhelmus von Nassau bin ich von Deutschem geblüht. Die inoffizielle Fanhymne stammt aus Köln. Viva Hollandia, frei nach Viva Colonia. Willkommen in der Bundesrepublik Holland. Sylvie van der Vaart, 32, ich höre dann auch auf: Die Frau von Raphael ist bei uns ein TV- und Werbestar. Ihre mutige Brustkrebsbeichte hat sie bei uns noch beliebter gemacht. Sylvie, die Königin der Bundesrepublik Holland. Soweit die Bild-Zeitung und soweit das Verfahren dort, doch noch klar zu machen: Diese eigentlich deutsche alte Spielweise, die wird jetzt Weltmeister, und weil das unsere alte Spielweise ist im Nationalstudio, steht uns eigentlich der WM-Titel zu. Für einen Moment hatte man nun denken können, dass daraus, dass beide Finalgegner, nämlich Deutschland und Spanien ja vorher, Holland und Spanien, ich falle schon selber drauf rein, Holland und Spanien vorher als deutsch spielende Nationen charakterisiert wurden, sozusagen gegen sich selbst im Stil spielen, ein Problem hätte resultieren müssen, da doch einer von beiden Teilnehmern notwendigerweise als Verlierer vom Platz gehen musste. Das aber konnte durch die Weichenstellung wieder zwischen der Positiv- und Negativvariante jedes Nationalstereotyps aufgefangen werden. Die Niederländer haben das Spiel ja verloren, also mussten sie die Negativvariante des deutschen Spiels zugesprochen kriegen, wurden also als nicht ehrliche Arbeiter am Ball, sondern Rumpelfüßler bezeichnet. Oder die Holländer spielen, als ob sie ein Schiff in Rotterdam ausladen müssten. Hafenarbeiter, keine Balletttänzer. An anderer Stelle, in derselben Ausgabe der Zeitung, wurde auch Spanien mithilfe der Negativvariante eines Nationalstereotyps verortet und diesem Stereotyp dann wieder das neue, schöne deutsche Fußballbild entgegengestellt. Nämlich am nächsten Tag nach dem Finale, Treterfinale, da hätten wir mit unserem schönen Fußball nur gestört. Also auf doppelte Weise erklärt man sich noch zum eigentlichen Weltmeister. Da die deutsche Mannschaft im kleinen Finale um Platz 3 auch selbst wieder die alten deutschen Spieltugenden zeigte, war in der Logik der Presseberichterstattung am Ende des WM-Turniers
gleichzeitig das alte deutsche Nationalstereotyp gerettet und mit dem auf andere Nationen übertragenen neuen deutschen Fußballspiel das Endspiel erreicht bzw. sogar symbolisch gewonnen. Mit der Formulierung von Kantorowitsch noch einmal ließ sie sich sagen, dass der zweite Körper der Nation sich als medialer Körper verdoppelt hat. Exemplarisch hat diese Kopplung von zwei Möglichkeiten Ulrich Reitz in der Westdeutschen Allgemeinen im Rückblick auf das gesamte Turnier durchgespielt in einem Artikel, der mit deutsche Tugenden überschrien ist. Zwei Sachen sind hoffentlich weg. Der deutsche Bulldozer sozusagen und die irritierende These, Fußball sei die schönste Nebensache der Welt. Der Fußball hat gerade mehr Außenpolitik gemacht, als es der Außenminister in 4 Jahren fertigbringen wird. Jetzt könnten deutsche Politiker sagen, gut, das ist im Falle Deutschlands relativ einfach und im Falle des Außenministers, aber das wäre schon suffisant. Und aus dem Bulldozer ist eine feingliedrige Präzisionsmaschine geworden, eine edle Uhr vielleicht. Immer noch tüftelt der deutsche Ingenieur, diesmal aber schafft er ein Kunstwerk. Hingabe, Fleiß, Kampfgeist, es ist nicht alles weg, was typisch deutsch genannt wurde. Aber früher dienten die Tugenden der Pflichterfüllung, heute produzieren sie obendrein noch Freude und Idealismus. Wenn man das sich nochmal auf der Zunge zergehen lässt, ist das genau wieder der deutsche Realidealismus, wie er im 19. Jahrhundert in der Bismarck-Zeit eigentlich entstanden wurde. Der Ingenieur, der auf idealistische Weise Freude bereitet, der Realist, der das Ideale ins Spiel bringt. Da sind wir eigentlich genau wieder in der Bismarck-Zeit 1870, 71 angekommen. Wie könnte nun zum Abschluss ein Fazit aussehen? Vielleicht so. Das System der Stereotype und die mit ihm kulturell parat gehaltenen Vorstellungen werden selbst bei noch so großen Irritationen, wie die WM 2010 in Südafrika sie mit sich brachte, nicht aufgegeben, sondern es wird versucht, die neuen Positionen im System dadurch zu beschreiben, dass entweder ein Ringtausch zwischen den Nationen stattfindet, also die Nationalstereotype transnational verschoben und weitergegeben werden, oder wenn das nicht ausreicht, dadurch, dass Kombinationen aus mehreren Nationalstereotypen hergestellt werden. In diesem Falle werden also neue Positionen aus der Kombination von schon vorhandenen Elementen generiert. Insofern haben wir es mit Bewegung im System und Fortschreibung eines Systems zugleich zu tun, mit aktivem Handeln im System der Nationalstereotype und durch das System generierte Automatismen zugleich. Dabei können sich die Entwürfe für Systeme von Nationalstereotypen, mit denen man es nolens volens immer gleich zu tun hat, auch wenn man nur ein einzelnes Stereotyp thematisiert, kurzzeitig vervielfachen. Es erscheint aber gleichzeitig ein Automatismuseffekt zu sein, dass die dadurch divergierenden Entwürfe am Ende eines Turniers doch wieder in ein gemeinsames System einmünden, wobei sich selbst innerhalb der für Stereotype kurzen Dauer einer Fußball-WM dann die Tendenz zeigt, sich der Ausgangssituation wieder anzunähern. Spielräume im wahrsten Sinne des Wortes. Und die ermöglichen es, dass der deutsche Fußball am Ende dann doch wieder Rumpelfußball ist. Und das ist, wie jedenfalls die brasilianische und argentinische Presse sagte, auch gut so. Vielen Dank.